Zack. Na, zack. Und Beinung, 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 Beinung. Oh, sieht ja ganz gut aus. Bringt noch nichts. Hä? Ja, du hast Hunger, ich weiß, aber warte. Hä? Hä? Muss doch was bringen. Okay, dann probieren wir mit den Bomben hierher zu kommen. Schon merkwürdig gerade. Das kriegen wir auch nicht auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit dem Feuer bis hierher soll. Ja, aber, oh Mensch. Geh weg. Jemand hat dich eingeladen. Ich übrigens auch nicht. Ja, doch, das ist richtig. Ah, das war schon vorbei. Okay, dann weiß ich zumindest, was ich damit zu machen habe. Und auch wie wir den mittleren Turm freischalten. Wir irgendwie von eher rüberspringen? Ne, von da, das schaffen wir nicht. Da rutscht ja wieder hoch. Wo spinnst du? So, zack, zack. Ja. Komm. Verdammt. Den letzten werden wir wohl von so einem Flugpad aus machen müssen. Ja. Zack. Haben wir ein bisschen Zeit dafür. Oh, hopp. Ja. Danke. Ui, falsche Taste. Danke. Und wieder schnell zurück. So. Ja, ich würde sagen, das passt doch, oder? Bildhauerische Künstler. Höchste Zeit, Kapital B kommt jeden Moment von seinen Geschäften zurück. Jo. So, nehmt eure Belohnung und verzieht euch, nutzlose Bildhauer. Danke, Planker, aber wir sind genug geredet. Macht die Fliege. Das ist ein Arschloch. Ein bisschen so. So, und, runtergefallen? Geh weg, ich will einen Schmetterling haben. Danke. Wir hören ja die ganze Zeit ein Lachen. Ich weiß aber nicht, wo der sein soll. Mal schauen. So, einmal den hier. So, wir werden Seite 18. Oder die 18. Seite, die wir jetzt haben. Und dann müssen wir ganz schnell da hoch jetzt. Sollte aber eigentlich zu schaffen sein. Können wir irgendwie. Nee. Warte. Auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Nein! Ja. Shit. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir das einfach nochmal. Hier irgendwas? Sind das Steine oder ist das Eis? Können wir das eventuell schmelzen? Guck mal, Dankeschön.
auffällig aus, aber nee. Nee. Und das Eis hier unten, der Feuer hier unten muss dafür irgendwas gut sein. Tschüss. So. Arschloch, hallo? Ah? Und zack. Und zack. Ah, sind die Idioten wieder da hier. Hallo. So, waren das alle? Und schnell. Komm schon, komm schon. Ich hab keine. Ich würde gerade sagen, ich hab keine Zeit für euch. Sehr schön. Ja. So, dann kommen wir zur Tante hier runter. Und uns freischalten lassen. Aber ich weiß halt blöderweise noch nicht, wie wir das hier drüben freikriegen. Da war keine Kiste. Jetzt schummel nicht, Kollege. Oh oh. Geh weg. Du. Oh oh. Oh, der hat einen. Danke. Ah, wie kriegen wir den hier raus? Das ist jetzt doch so ein Symbol. Das ist auch wie ein WLAN-Symbol und irgendwas mit einer Explosion. Ja, du kriegst was zu essen, aber erstmal, ne? Hier oben irgendwas? Ja. Ja, rutsch mir nicht ins Ohr, Schwein. Hallo. Meins? Noch einer? Nein. So. Wir müssen uns jetzt eigentlich verwandeln. Wollen wir mit dir reden erst? Moin! Okay, Fischkopf, bist du noch im Forschungsgeschäft? In der Tat. Ich habe sogar gerade die letzten Arbeiten am DNA-Tofu genommen. Er ist jetzt bereit für die Transformation. Was? Transformationierungen? Also mir Transformationierung? Okay. Mit dieser neuesten Modifizierung können wir diesen widerlichen Dr. Quack und seinen neuen Boss, die Leviten, lesen. Aber pass auf, dass du den richtigen Knopf drückst. Die letzte Transformation wurde in diesem Wetter nicht lange überleben. Für die nächste Transformation müsst ihr mir das Molekül dieser Welt bringen. Wir haben dein Molekül gefunden, Doc. Ah, hervorragend. Wenn du bereit für die Transformation bist, geh zum DNA-Tor und drücke A. Nicht bewegen, das könnte pieksen. Ja, wie es nur piekst. Dankeschön. So, mal gucken, was wir werden. Seid ihr bereit zur Transformation? Ja, na klar. Okay. Hervorragend. Ein Schneepflug. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nutze L zum Beschleunigen und X zum Boosten. Würdest du bitte noch mal eine Einfahrt räumen? Nein? Okay. Das ist echt sehr verstörend. Und was soll ich jetzt damit freiräumen? Jetzt damit das hier? Hä? Ich bin jetzt ein Schneeflug. Okay. Und was mache ich jetzt damit?
Ich fahre mal hier rein. Da war man noch nicht drin, aber man kann ja mal als Schneepflug irgendwo reinfahren. Hallo, Mr. Schnee. Oh krass, die wird. Wird ihm überhaupt kein Ende. Aua, okay. Waren wir hier nicht schon? Ach, das ist hier, okay. Wir fahren mal zurück. Ich habe noch keine Ahnung, was ich als Schneepflug hier machen soll. Naja, böse Biene, hau ab. Tschüssi. Können wir hier hoch? Können wir hier hochfahren jetzt einfach? Ja, wir können zumindest einfach überall lang fahren. So, hier kommen wir als Schneepflug nicht weiter, was wohl kein Zufall ist. Da hinten ist auch noch Zeug. Jetzt sind wir ein Schneepflug. Ah, okay. Gut, wir sind kein Schneepflug im Wasser. Wir sind Jokalere im Wasser. Gibt es hier noch was, wenn wir schon mal hier sind? Was ist das denn? Ich bezweifle, dass wir das da rein können. Immerhin fehlt ja ein Schlüssel. Ich? Doch schwimmen? Ich dachte, wir sind vielleicht irgendwas Sinnvolles. Was hier unter Wasser so. Das ist auch noch ein Weg. Beziehungsweise überall eine Feder drauf. Na, ja, komm schon. Okay. Weiß noch nicht. Na, komm schon. Schaffen wir das. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es bringt. Nicht ins Wasser. Da hinten können wir rüber. Okay, wo sind wir denn jetzt? Ist da auch noch was? Mal kurz gucken und... Hier ist ein Geist. Ja, wir können unter Wasser das Radar benutzen. Hey, hallo! Na, ja, komm! Ja! Sehr schön! So, da haben wir zwei erst. Okay, ne, wir haben ja eigentlich drei. Wenn wir rausfinden, wie wir an den dritten rankommen. Irgendwie. Ihr schon wieder? Er nervt ganz schön, wisst ihr das? Ach komm. Ich weiß gar nicht, wann wir die eigentlich angreifen können. Mensch. Aua. Schön, Viecher. Komm mal her. So. Naja. Du hast mich gar nicht getroffen. Aber jetzt du. Oh, komm her. Habt ihr jetzt davon? Idioten. Schmetterling. Meine Güte. Danke. So. Hier ist wieder. Wie hieß er? Ich hab vergessen, wie er hieß. Hey, Kollege. Oh, versteckt er sich.
Hier können wir schwer werden. Ich glaube, das brauchen wir im Wasser. Wir gehen jetzt mal zu unserem Kollegen hier, oder? Ja. Moin. Moin, Jungs. Wie laufen die Abenteuer? Wir hätten bei diesem seltsamen Quiz vorhin deine Hilfe brauchen können. Mist, wie wär's stattdessen mit einem Ausflug? Ein paar leckere Edelsteine sammeln. Ja, na klar. Nur zu, sieht ohnehin wärmer aus da drin. Toll, springt rein. Los geht's. Wenn ihr hinter dem Peachy her seid, müsst ihr 100 Edelsteine sammeln, bevor ihr die Ziellinie erreicht. Soll ich euch die Steuerung erklären? Nö. Das ist nicht euer erstes Rodeo. Springt einfach rein und ab geht die Post. So, mal schauen. Jawohl. 100 hat er gesagt, ne? Ah, verdammt. Jep. So, hier. Wow. Verlieren wir eigentlich welche, wenn wir getroffen werden? Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht drauf geachtet. Wow. Den nehmen wir mit. Auch mit. Ich hab so eine Bahn vor uns gerade. Ah, warum bin ich hier oben? Verdammt. Oh ja, was? Danke. Wieso habe ich denn. Ah, verdammt. Ich will den goldenen haben. Okay, wir haben auf jeden Fall genug schon mal. Oh, Ziel. Jawohl. Wow, aber knapp diesmal. Juhu, klasse Partner. Ja. Muss ich auch sagen. Manometer, was für eine Fahrt. Natürlich war das früher alles spannender, aber man nimmt, was man kriegen kann. Nicht wahr? Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt mit all diesen Kontrollpunkten und dem Tempoboost. Ist ihr meiner Zeit? Ja, hochinteressant, Kratos. Aber wir müssen los. Haben noch einiges vor und müssen eine Menge Sachen sammeln. Gut, dass du vor, dass das vorbei ist. Ich wäre fast gestorben vor Langeweile. Jetzt sei doch nicht so unhöflich. Also echt, ja, kann ich machen. So, wir müssen ins Wasser gehen. Macht keinen Unterschied. Das ist jetzt doof. Können wir auf dem Boden laufen? Und jetzt, nein. Schade, ich hatte jetzt fast gehofft, wir können am Boden laufen. Kommen wir wieder hoch. Ja, bestimmt wieder vorschwimmen. Ja, mal vorschwimmen. Schade. Oh, jetzt sind die wieder da. Ja, komm, hau ab. Guck mal, Überraschung. Tschüssi. Ein Schmetterling. Danke. So ein ne. So, für was sind die gut? Meistens erfüllen sie ja irgend. Ah, okay. Wir müssen gleich so hoch. Wenn ich doch schon nicht weiß, wo sie gut sind, machen wir den. Tschüssi. So. Heißt, wir müssen. Am wenigsten. Wir müssen hier hoch. Ich verstehe gerade nicht, wieso der so. Die hören ja zwischendurch auf eigentlich. Hey, eins. Weil der schluckt eine ganze Kanonenkugel, ne? So. Nein, nicht zweimal springen. So, wir haben gar keine Zeit. Ah, bin ja doof.
Wir haben ein Zeitlimit. Ich beeile mich hier. Volle Pulle. Können wir jetzt erstmal das Zeug einsammeln, ne? Was ist denn, da waren hier noch? Da war noch eine Fee da. Würde ich schon ganz gern mitnehmen. So. Gehen wir mal hier hoch. Oh, noch eine Kanonenkugel, danke. Lecker, habe ich gehört. Bitte. Aber den gibst du mal bitte, danke. So. Nächster Knopf. Ich weiß nicht, was es bringt. Da müssen wahrscheinlich alle einfach der Reihe nach aktiviert halten. Uah, hallo, nicht pusten, danke. Schmeißt er uns jetzt runter? Ich hoffe nicht. Er hat uns schon runtergeschmissen. Das ist ja jetzt natürlich ein bisschen doof, ne? Achso, wir sind nur ein Stückchen runtergeflogen. Ich höre keinen. Schnell rein. Dankeschön. Schon wieder 20. Nein, hör doch auf. Was ist jetzt davon? Jetzt stehe ich auf dir. So, Pech gehabt. Ach, okay, cool. Die Entwickler haben mitgedacht. Ja, danke. Gib mal die Kameraansicht. Die hat einen blöden Zaun hingestellt, damit er eigentlich ganz runter pustet, wenn man den Knopf hier aktiviert. Schlau, 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 die Kerle. So, dann haben wir ja hier die zwei Pages. Ich glaube nicht, dass wir ja noch was finden. So. Achso, für was die Kanonenkugeln sind, wissen wir ja schon. Jo, da kommen wir hier aus der Ecke eigentlich wieder raus. Na, Kollege, ich sehe deine Achterbahn gar nicht. Wir sind da gerade so mitten durch die. Alter, was ist das denn? Hält er schon? Ja, da sind wir bloß als LKW vorhin mal hochgefahren und dann im Wasser gelandet. Genau. Oh, ihr schon wieder. Ist klar, dass keiner mag. Die Viecher im Wasser. Ja, spielt mit euch selber, würde ich sagen. Niemand mag euch. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt ankommen. Ich bin ja aus dem Wasser ja drauf. Oh, weit. Yeah. Wir gehen wohin jetzt? Mal hier um die Ecke. Kann auf jeden Fall nicht mehr fast. Aber fast nicht ganz so verkehrt sein. Ah, Taurus, Kollege. Schwimmen wir einfach rüber. Wir schwimmen einfach rüber. Ja, geh mal ins Telefon, Junge. Ich muss gleich hier nochmal gucken, ja. Lass mich in Ruhe. Geh weg! Ich wollte doch nur mal gucken, Mensch. Kann man immer mal gucken, ne? Ich weiß immer noch nicht, für was wir ein blöder Schneeschieber werden sollen. Ist schon ein bisschen verwirrend. So, ja, komm, hau ab. So. Ne, der andere Weg war dort. Und wenn wir uns ein bisschen Honig vorholen, können wir ja laufen. Nein, nehmen wir ein bisschen Honig. Ja. Geht auch. Ein bisschen Honig, dann können wir hochlaufen. Ich kann auch rollern. Eigentlich. Also nicht, ob man hier Honig und rollern. Also nicht rollern kann, sondern man Honig braucht, aber. Eigentlich kann man auch so hochrollern. Oh, die Kollegen schon wieder. Aber hier gibt es Mittel gegen die. Wie gehört. Na, dann haben wir zumindest den. Ah, da fliegt nicht so weit. Perfekt. Oh, das schmeckt so gut. Achso.
Dann gehen wir mal hoch. Gehen wir jetzt da lang? Da geht's weiter hoch. Und wo geht's da lang? Gehen wir erstmal hier rüber. Dankeschön. Du bist aber eine nette Plattform. Aber ihr seid nicht nett. Was oder wer lacht denn hier? Und... Ah, Mann. Geh weg. Ich will einen Schmetterling. Danke. Sind das die Augen, die so lachen, oder ist hier irgendwer? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und irgendwas mit den blöden Schneehaufen auf jeden Fall. Ich weiß nur nie was. Man, irgendwie kaputt. Kann man die Schneehaufen vielleicht als Kipper kaputt? Das könnte natürlich sein. Wir haben einen Boost. So dezent dagegen fahren. Ach. Wieso treffe ich die denn nicht? Wenn die ihre blöden Stacheln nicht draußen haben, muss ich die doch treffen können. Genau, geht doch. Meine Güte, ey. Nimm mir das. Danke. Eine Steinplattform, okay. Aber wozu? Okay, ich glaube, der entscheidende Punkt, was ist das? So ein Fleck. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist wirklich das hier. Und wir müssen wahrscheinlich als Fahrzeug hierher. Als Schneeschieber. Und ich glaube auch da drüben auf den anderen drei Plattformen, da war doch auch so ein Haufen. Kurz vor der Kanone. Also vom Kanonenbusch. Oh, okay, mal gucken. Das würde zumindest Sinn machen. Dann hätten wir schon zwei Sachen, die wir kaputt machen müssen. Naja, rutsch vor die. Ich habe gerade was gesehen. Noch ein Schneemann. Und eine Plattform. Und ein Fetchy. Hallo? Ah, warum bringt mir keiner meine verlorenen Hut? Ja, weil du den bestimmt einem kleinen Klempner geklaut hast, du Schwein. Egal. So, zack. Passiert hier auch was? Oder muss ich versuchen, auf den da drüben drauf zu kommen? Warte mal. Ich verstehe es nicht ganz. Okay, ich verstehe. Macht Sinn. Aber die Tatsache, dass der uns runterpusten will, macht nicht so viel Sinn. Und dass ich den Peachy haben will. Die Fehler. Peachy. Das war zu nah, das war zu nah, das. Aber freigeschaltet. Verdammt. Naja, das nochmal machen. Können wir schummeln? Dankeschön.